Es war einmal ein Obdachloser namens Billy, der kaum über die Runden kam. Er hielt einen Becher hoch und bettelte um Geld, in der Hoffnung, genug zusammen zu haben, um nachts nicht auf der Straße schlafen zu müssen. Haben Sie etwas Kleingeld? Er konnte nicht ahnen, dass er gleich eine Frau treffen würde, die sein Leben für immer verändern würde. Das ist für Sie. Hoffentlich hilft es. Oh mein Gott. Danken Sie vielmals, junge Frau. Heute Nacht muss ich nicht auf der Straße schlafen. Warum haben Sie mir so viel gegeben? Ich glaube immer, was man gibt, bekommt man zurück. Warten Sie. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Sarah. Sarah Darling. Ich arbeite direkt gegenüber. Wir sehen uns sicher nochmal. Danke, Sarah Darling. Ein Ring. Billy wurde klar, dass Sarah wohl, als sie ihm die 20 Dollar in den Becher legte, ihr Ring versehentlich in den Becher fiel. Er rannte Sarah hinterher, um zu versuchen, ihr den Ring zurückzugeben. Er suchte überall nach ihr, aber er konnte sie nirgends finden. Als er gerade die Suche aufgeben wollte, stieß er auf ein Pfandleihhaus. Er entschied sich, in den Laden zu gehen. Hey, kann ich Ihnen helfen? Wie viel ist denn dieser Ring hier wert? Wow, das ist hübsch. Dafür gebe ich Ihnen 4.000 Dollar, okay? 4.000 Dollar? Das ist so viel Geld. Keine Nächte mehr auf der Straße für Monate. Sekunde. 1.000, 2.000, 3.000 und 4.000. Ich glaube immer, was man gibt, bekommt man zurück. Was ist los? Nehmen Sie es nicht? Eigentlich doch lieber nicht. Es tut mir leid. Billy entschied sich, das Geld nicht zu nehmen und stattdessen weiter nach Sarah zu suchen. Während er umherlief, erinnerte er sich an etwas, was sie ihm erzählt hatte. Ich arbeite direkt gegenüber. Wir sehen uns sicher nochmal. Also ging er in die umliegenden Büros und fragte nach Sarah Darling. Aber niemand schien zu wissen, wer sie war. Er versuchte es immer weiter, bis er sie endlich fand. Gibt es eine Sarah Darling, die hier arbeitet? Ja. Sarah? Oh, hi. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo. Ich glaube, das gehört Ihnen. Sie haben ihn in meinen Becher fallen lassen. Oh mein Gott. Hier ist mein Ring. Ich hatte ihn überall gesucht. Aber ich verstehe das nicht. Sie hätten doch sicher viel Geld dafür bekommen. Warum bringen Sie ihn zurück? Nun, Sie haben mir geholfen. Es war das Mindeste. Außerdem sagte mir eine weise Frau einmal, was man gibt, bekommt man zurück. Ich danke Ihnen so sehr. Sie haben keine Ahnung, was mir das bedeutet. Ich werde das nie vergessen. Gerne doch. Wow. Du solltest eine Spendenaktion für ihn machen.
Die Leute werden diese Geschichte lieben und helfen. Tolle Idee. Sarah entschied sich, einen Spendenaufruf für Billy zu starten. Sie erzählte die Geschichte, wie er ihr den Ring zurückgab. Und zu ihrer Überraschung ging diese Geschichte viral. Menschen aus der ganzen Welt begannen zu spenden. Nach nur wenigen Tagen erhielt Sarah über 190.000 Dollar Spenden. Und dann, ein paar Tage später, ging Sarah los, um Billy zu finden. Hey, Billy. Hallo, Sarah. Ich habe hier eine Überraschung. ...190.726 Überraschungen, genau gesagt. Was? Das ist alles für mich? Aber ich verstehe nicht. Was ist los? Ich habe Sponsoren gesucht und allen erzählt, was sie getan haben. Menschen auf der ganzen Welt haben gespendet, damit sie nicht mehr auf der Straße schlafen müssen. Kaufen Sie ein Haus! Ich kann nicht glauben, dass mir das passiert. Gott segne Sie auch.